Wir lesen den 133. Psalm. Und dies ist ein Wohlstandspsalm. Denn der Übertitel vom Psalm 133 ist ein Wallfahrtslied. Ein Wallfahrtslied. Nun, das ist, für uns ist das ein Wohlstandslied. Ein Wohlstandspsalm. Und er stammt von David. Wie viele wissen, David wusste, worüber er sprach? David hatte wunderbare Erkenntnis und Einsicht im Wort Gottes. Und er sagt, siehet, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Nun, das bedeutet auch die Schwestern. Denn Bruderschaft ist ein geistlicher Ausdruck. Und das bedeutet, Männlein wie auch Weiblein sind damit eingeschlossen. Wenn die Bibel von Söhnen Gottes redet, dann redet die Bibel auch von Töchtern Gottes, weil es ein geistlicher Aspekt hier ist. Es ist ein geistlicher Ausdruck. Wir dürfen hier nicht nach Geschlecht denken, sondern im geistlichen Bereich. Also wenn Brüder und Geschwister, können wir sagen, in Einheit beisammen sind, dann ist dies lieblich und dies ist fein, sagt er hier. Und dann beschreibt er es, wie fein und wie lieblich es ist. Er sagt, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons. Wir reden immer noch von Brüdern und Schwestern. Das Manche Leute denken, der Leib Christi besteht nur aus Brüdern. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Eigentlich Brüdergemeinde ist ein falscher Name. Eigentlich ist es Bruder- und Schwestergemeinde. Geschwistergemeinde, weil alle sind mit eingeschlossen, stimmt's? Und deswegen, das spricht immer noch vom selben, weil wir reden hier von geistlichen Dingen. Dann sagt er weiter, durch den Bart, in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum. Und hier spricht er den Körper an, den Leib spricht er hier an. Und dann geht es weiter. Das herabfließt zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Und dann, was ist die Verheißung davon, wenn Geschwister lieblich und in Einheit, in Eintracht zusammenwohnen? Er sagt, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Ist das nicht gut? Leben bis in Ewigkeit. Nun, wir sind genug gut geschult und wir wissen, es gibt noch mehrere andere Segen, als nur in Ewigkeit zu leben, obschon das das Wichtigste ist. Aber das ist nicht der einzige Segen, stimmt's? Die Bibel spricht von mannigfaltigem Segen. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Kannst du sehen, dass wir es uns gar nicht leisten können, Streit zu haben in der Gemeinde? Dass wir es uns gar nicht leisten können, Konflikte zu haben unter Geschwistern. Denn in dem Moment, wo Streit und Konflikt da ist, was geht dann? Der Segen. Der Segen geht. Konflikt kommt, Streit kommt, Segen geht. Und das ist einer der Gründe, warum wir in verschiedenen Bereichen, eben auch des Leibes Christi, eben oftmals Fluch sehen, nicht Segen sehen, alles mögliche andere sehen, anstatt Segen und Frieden und Güte und Freude, weil viel Streit, viel Konflikt da ist. Oh, bist du nicht dankbar, dass wir einer Gemeinde angehören, dass diese Familienkirche, wie es der Name sagt, eine Familie ist. Und dass der Herr uns verschont hat von diesen Dingen, von Konflikten und Streit und von all diesen Dingen. Und ich meine, selbst wenn gewisse Dinge passieren unter Einzelnen, das ist lösbar, wenn man willig ist. Hörst du mir zu? Wenn man willig ist. Aber im Großen
sind wir verschont worden von diesen Dingen. Preis dem Herrn. Stell dir vor, die rechte Gruppe, das sind die Rechten, das sind die Linken. Wie im Parlament. Und mit einem Weg unterteilt. Und diese Stimmen für den Pastor und diese Stimmen dagegen. Und diese Stimmen, wir können es auch umdrehen. Diese Stimmen und die anderen Stimmen so. Und stell dir vor, wäre das nicht schlimm? Wäre das nicht schlimm? Aber bist du nicht dankbar, dass egal wo du sitzt, dass da Einheit ist? Amen. Auch wenn du jeden Sonntag auf deinem Lieblingsplatz sitzt, dass da Einheit ist, dass dieser Graben hier gar keiner ist, sondern wirklich bloß ein Gang ist, damit wir Zugang haben zum Mischpult. Und nicht dann wirklich auch ein Graben, wie es oftmals auch in Wirklichkeit ist. Oh nein, Bruder Hagen erzählt diese Geschichten, wie er Gemeinden übernommen hat, da es wirklich so war. Er predigte, er musste in der Mitte predigen. Er durfte gar nicht einen Fuß weit auf der anderen Seite sein, sondern er musste in der Mitte sein. Und es waren zwei Lager. Es waren zwei verschiedene Lager. Und dieses Lager sprach nicht mit diesem Lager. Und dieses Lager sprach nicht mit diesem Lager. Und weißt du, was er tat? Die ersten 6 Monate predigte er nur über die Agape-Liebe Gottes. Und das veränderte die Situation, preis dem Herrn. Aber nun, wir hatten unsere Agape-Lektion schon und die ist auf CD, stimmt's? Das ist sogar, wir haben, was waren es, 12 Sonntage, was gibt es, 3 Monate? 4 Monate, wir haben mehrere Monate haben wir über dieses Thema gepredigt. Und ich glaube, weil wir das schon vor einiger Zeit getan haben, hat uns der Herr so wunderbar auch in Einheit zusammengeführt. Weil jeder versteht, und wenn du es dir noch nicht angehört hast, diese CD-Serie, Agape, die größte Offenbarung der Liebe, so heißt diese Serie, solltest du dir diese anhören. Denn wir verstehen jetzt, was es bedeutet, die göttliche Liebe zu haben und wir trennen sie von der menschlichen Liebe. Pastor Georg hat letztes Mal ein wenig darüber gesprochen. Die Phileo-Liebe, die Bruderliebe, das ist die menschliche Liebe und wir sollten diese entwickeln, aber diese kann auch aus dem Ruder laufen. Nicht nach dem Willen Gottes, wenn wir sie paaren mit Agape. Denn dann bevorzugen wir einer den anderen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar, dass wir Einheit haben? Dass wir Einheit haben. Nun, woher kommt diese Einheit? Woher kommt diese Eintracht? Nun, als ich in der Bibelschule war, war Bruder Jim, war mein Gebets- und Heilungsschule-Koordinator. Ich habe heute Morgen ein E-Mail bekommen von Rachel. Sie ist im Moment jetzt in der Bibelschule in Tulsa in Amerika. Sie schwebt im 7. Himmel. Sie, stimmt's? Sie ist auf Wolke 7. Sie sagt, täglich geschehen Wunder. Täglich geschehen Wunder in ihrem Leben. Und sie kann es kaum erwarten, bis nächste Woche die Schule beginnt, die vollzeitige Schule. Sie musste ein paar Tage vorher, ein paar Wochen hatte sie zum Einleben, aber sie sagte von Tag 1, so wunderbar, Gott tut so viele Dinge. Und nun, was ist das? Warum erfährt sie so viel Segen dort, wo sie ist, in den USA, am Rema Bibeltrainingszentrum? Warum erfährt sie so viel Segen? Weil da Einheit ist, stimmt's? Weil da Eintracht ist. Dort ist was? Der Segen des Herrn. Und Leute kommen einfach von außen und sie erfahren 2-3 Wochen ihres Lebens wie noch nie zuvor, jeden Tag, wie sie gesegnet werden und Wunder erleben und einfach wie noch nie zuvor. Warum? Weil da Einheit ist. Halleluja. Weil Einheit ist. Und wir können in diesem Bereich wachsen. Und als ich selbst an der Schule war und Bruder Jim war mein Gebets- und Heilungsschule-Koordinator, er war das Haupt über der Gebets- und Heilungsschule. Er führte es, er leitete es und dank sei Gott für die Prayer School. Oh, Halleluja. Dank sei Gott für die Gebetsschule am Rema Bibeltrainingszentrum. Dort lernte ich alle wichtigen Aspekte des christlichen Lebens. Gott zu suchen, Gott zu finden, von ihm zu hören, dein Leben auf Gebet zu gründen, dein Leben auf das innere Zeugnis zu gründen, dem Herrn nachzufolgen, Gott zu erfahren durch intime und innige Gemeinschaft. Ich lernte dort zu beten. Der Grund, warum ich so bete, wie ich bete,
Und ich meine vor allem in neuen Sprachen, in neuen Zungen, ist, weil ich es dort lernte. Weil die Einheit so groß und so gut war dort und ich lernte es dort. Und Bruder Jim war das Haupt über diesen Teil. Und deswegen ist der Segen von ihm zu mir gegangen, zu mir geflossen. In dieser Zeit war ich der Bart. Und der Segen floss in den Bart. Preis dem Herrn, deswegen geht er nie weg, weil der ist immer da. Man muss ihn wegschneiden, damit er weggeht. Sonst nimmt er immer zu, immer wird er immer segensreicher. Und so floss dieser Segen vom Haupt hinunter zu mir in diesen 2 Jahren. Und ich konnte das mitnehmen in die Schweiz. Und dies floss weiter in den Leib hinein. Dies floss zu euch weiter. Und dieser Segensfluss ist top down. Und einer der Gründe, warum wir Dinge tun, wie wir sie heute tun, ist, weil Bruder Jim als Haupt solch großen Einfluss hatte in meinem Leben. Es war wirklich ein Mentor-Schüler, ein Verhältnis. Mentor-Schüler-Verhältnis. Haupt-Bart-Verhältnis. Preis dem Herrn. Und das konnte weiter zu euch fließen, stimmt's? Und als ich gestern Jim traf in Zürich und ich mich am Abend nach Hause, auf den Nachhauseweg machte und ich im Auto unterwegs war, da hörte ich etwas in meinem Geist. Und damit meine ich nicht, ich hörte eine hörbare, äußerliche Stimme, sondern eine sanfte, inwendige Stimme. Still small voice. Du erinnerst dich, an Schafe kennen seine Stimme. Die feine Stimme inwendig in deinem Geist. Und das ist, was ich hörte in Bezug auf heute Abend. Ich hörte, lass uns Jim überraschen. Lass uns Bruder Jim überraschen. Und damit meine ich finanziell. Lassen Sie ihn überraschen heute Abend mit einem guten Opfer. Amen. Ich war schon heute Morgen am Bankomat, habe mein Überraschungsopfer abgehoben. Warum wollen wir das nicht als Gemeinde tun? Ihn heute Abend überraschen und ihm ein Opfer mitgeben, dass er spät abends sagt, kann ich wieder zurückkommen? Nächstes Jahr? Wäre das nicht wunderbar, wenn wir ihm ein Überraschungsopfer in seine Hände geben? Denn der Segen, der durch ihn kam, diesen Segen essen wir heute. Warum nicht ihn zurücksegnen? Mit einer Überraschung. Amen. Gott ist immer gut für Überraschungen. Pastor Kwong erzählte einmal, wie er ein ganzer Tag oder ein ganzer Nachmittag war er in seinem Kleiderschrank in den USA. Die sind etwas größer als bei uns. Und er betete den ganzen Mittag. Und der Herr sprach zu ihm. Und er erzählte uns, Pastor Kwong erzählte uns diese Geschichte, als wir in der Bibelschule waren. Und wir waren eine Gruppe von 3, 4 Leuten. Ich war dabei, Hein war dabei aus Holland und Jeff Kasten aus den USA. Und Kwong war da und erzählte uns die Geschichte. Und wir alle wollten wissen, Kwong, was hat der Herr dir gesagt nach einem ganzen Nachmittag oder nach einem ganzen Tag im Kleiderschrank? Im Gebet, im Sprachengebet. Was sprach der Herr zu dir? Und Kwong sagte, der Herr sprach zu mir. Das waren die Worte, die er sagte. Surprise, surprise. Und er sagte, das sprach er zu mir. Überraschung, Überraschung. Und wir fragten, war das alles? Und er sagte, ja, Gott ist ein Gott der Überraschungen. Und preist mir, warum wollen wir nicht heute Abend Bruder Jim überraschen? Denn ich denke, Gott sprach zu uns auch. Indem er zu mir sprach gestern. Surprise, surprise. Also wollen wir Bruder Jim eine Überraschung doch heute Abend mitgeben. Etwas über unser reguläres Geben hinaus tun
und etwas Gutes in den Opferkorb tun heute Abend. Ist das okay? Preis dem Herrn. Lassen wir doch den Segen gleich weiterfließen und zurückfließen zu diesem wunderbaren, guten Mann Gottes. Lasst uns aufstehen. Surprise, surprise. Heute Abend werde ich nicht viel über das Opfer sagen, sondern ich werde einfach sagen, bevor wir einziehen, surprise, surprise. Halleluja. Aber wir ziehen jetzt ein Opfer ein. Lasst uns unser Bekenntnis, unser Surprise-Bekenntnis. Sag einmal mit mir, surprise, surprise. Kann Gott zu einem so sprechen? Oh ja. Ich sag dir, einige Leute wären schockiert, wie viel Humor Gott hat, wenn sie wirklich die humorvolle Seite Gottes betrachten. Stimmt? Ha? Ich meine, jedes Mal denke ich daran, Gott, du hast uns errettet, du musst das Humor haben. Denn einige von uns haben Dinge getan im alten Leben. Ha? Wer Gott verbittert und verknistert und hätte er nicht einen Sinn für Freude und Humor, dann hätte er gar nichts für uns getan. Aber er hat einen Sinn für Freude, einen Sinn für Schöne, einen Sinn fürs Lachen, einen Sinn für das Humorvolle. Warum denkst du, woher kommt Humor? Woher kommt es? Nun, es gibt auch pervertierten Humor. Verstehst du? Missbrauchten Humor. Aber woher kommen all diese wunderbaren, guten Eigenschaften, die einen Mensch ausmachen, die einen Mensch liebenswert machen? Ha? All diese Dinge, sie kommen von Gott, weil er sie in uns bei der Erschaffung hineingelegt hat. Deswegen verwundere dich nicht, falls der Herr zu dir spricht eines Tages, surprise, surprise. Das war Gott, preis dem Herrn. Nun, wir glauben, dass diese Dinge passieren in unserer Familie, der Familienkirche. Stimmt's? Wir glauben, Nummer 1, Schulden werden getilgt. Und Nummer 2, Hypotheken werden reduziert. Und das führt uns zu 3, Geschäfte florieren. Preis dem Herrn, das sagen wir gleich nochmals. Geschäfte florieren. Und Nummer 4, wir empfangen Land und Häuser. 4 haben wir bereits empfangen. 4 haben wir bereits empfangen in Einzahl. Wir können uns jetzt steigern. In Mehrzahl. Nummer 5, die Beträge, die wir empfangen, nehmen zu. Nummer 6, die Beträge, die wir geben, nehmen zu. Surprise, surprise. Und Nummer 7, wir werden mit unserer Zunahme ein Segen für Bruder Jim. Amen. Und wir werden ihn damit überraschen. Gehen wir mir zum Jakobus, 2. Kapitel und Vers 13. Gnade sei mit euch und Friede. Jakobus 2, Vers 13. Wir reden über die Gnade Gottes. Und wir haben gesehen, dass sich die Gnade offenbart und sich zeigt durch Gottes Barmherzigkeit. Halleluja. Gottes Barmherzigkeit. Können wir lernen, barmherzig zu sein? Uns mehr und mehr der Barmherzigkeit Gottes hinzugeben, dem Erbarmen Gottes uns hinzugeben? Oder müssen wir gefangen sein, so wie Jona, und uns darüber aufregen, wenn Menschen Gottes Barmherzigkeit erfahren? Du erinnerst dich an die Geschichte von Jona, wie sehr er sich darüber aufregte, dass Gott barmherzig war gegenüber dieser großen Stadt. Aber weißt du was? Gott, so ist Gott. Er ist Gnade. Er ist Güte
und er möchte barmherzig sein. Denn die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das ist, was diese Stelle hier sagt, im letzten Abschnitt. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ist das nicht wunderbar? Sie wird triumphieren. Der Tag wird kommen, wo es kein Gericht mehr geben wird, sondern nur noch Barmherzigkeit. Nur noch die Güte und die Gnade Gottes. Und dieser Tag, den erwarten wir sehnlichst. Aber es ist so traurig zu sehen, wie viele Menschen unter der Furcht leben, von Gott heimgesucht werden zu können oder von Gottes Heimsuchung zu erfahren. Denn so viele Menschen glauben, dass wenn sie Fehler machen, dass sie unter den Zorn Gottes kommen. Hör mir gut zu. Der Zorn Gottes kommt nicht. Der Zorn Gottes, es ist nicht so, dass Gottes Zorn kommt. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Die Bibel sagt uns, und jetzt verstehe mich nicht falsch, weil ich werde es in einem Moment erklären. Die Bibel sagt, lesen wir es, was brauche ich es zu erklären? Gehen wir zum Johannes-Evangelium. Johannes, 3. Kapitel. Kommt Gottes Zorn? Warum bist du sicher? Weil die Bibel es uns sagt. Die Bibel sagt uns im Johannes 3, wir lesen hier zwei verschiedene Abschnitte. Johannes, 3. Kapitel. Vers 17 und 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Und dann sagt er im Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt oder geglaubt hat. Kommt Gericht? Nein, es ist schon da. Kommt Zorn? Nein, er ist schon da. Sind wir dem Zorn entflohen? Ja. Wie? Durch die Fülle der Gnade, welche durch den Sohn Jesus Christus kam. Ein paar Verse weiter. Geh hinunter zum letzten Vers von diesem Kapitel. 36. Vers. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Nun, was ist der Zorn Gottes? Denn wenn wir das definieren, können wir auch Barmherzigkeit und Gnade verstehen. Siehst du, wenn Menschen über den Zorn Gottes reden, dann hat das immer den Geschmack von Gott wird dich heimsuchen. Und Gott wird hinter dir her sein, bis er dich erwischt. So wie Jona. Jona versuchte zu fliehen, davon zu rennen. Er versteckte sich. Er dachte, wenn ich dieses Schiff nehme und möglichst weit hinausfahre aufs Meer, da wird mich Gott nicht finden. Und so ging er aufs Schiff und er fuhr möglichst weit hinaus aufs Meer. Man kann nicht vor Gott fliehen. Man kann nicht vor Gott davonrennen. Das ist nicht möglich, stimmt's? Was man aber kann, ist dem Zorn Gottes entfliehen.
Und das ist die Stelle. Siehst du, wenn die Leute über diese Dinge sprechen, dann hat das immer den Geschmack von etwas Böses wird dir zustoßen. Und leider, leider wird das so oftmals in christlichen Kreisen, wird dies so übermittelt. Pass bloß auf, denn der Zorn Gottes ist schwer. Und Gott vergisst nichts. Und wenn du nicht aufpasst und genau das machst, wie, was er von dir wünscht und was du willst, dann kann es sein, dass er dich heimsucht. Nun, bist du nicht dankbar für die Bibel, die uns sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben? Das bedeutet, wir sind unter der Gnade mit Jesus Christus. Und das bedeutet, wir sind nicht unter dem Zorn. Er sagt aber auch, wer aber den Sohn nicht hat, wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Was ist der Zorn Gottes? Denn die meisten Leute verbinden das in der Offenbarung oder mit der Offenbarung, den Zorn Gottes. Nur der Zorn Gottes ist simpel und einfach das, was die Bibelstelle hier sagt. Man sieht nicht das ewige Leben. Man sieht es nicht, das ewige Leben. Entweder hat man es oder man hat es nicht. Entweder ist man unter der Gnade oder man ist unter dem Zorn. Aber der Zorn ist nicht, dass dir etwas Schlimmes und Schreckliches passiert, sondern man sieht nicht das Leben, man hat nicht das Leben. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenn Menschen über Katastrophen berichten, vor allem Christen, wenn sie Katastrophen anschauen, diesen Tsunami, diese Schweinegrippe, diese Überflutung von New Orleans vor ein paar Jahren, wie sie immer das verbinden mit Gottes Gericht und Gottes Zorn. Freunde, all diese Dinge sind nicht der Zorn Gottes. Denn Gott ist langsam zum Zorn. Und solange wir unter der Gnade leben und solange es Gnadenzeit ist, und das ist es, solange wir als Leib Christi auf dieser Erde sind, solange ist Gott langsam. Solange es Gnade gibt, solange Gnade zur Verfügung steht, können wir sie nehmen und brauchen uns vor nichts zu fürchten. Vor gar nichts. Vor gar nichts. Also bringt es nichts, wenn wir den Leuten predigen, wenn du nicht Jesus annimmst, pass auf, Gott wird dich heimsuchen und all diese schlimmen Dinge werden dir passieren. Was sagt uns die Bibel? Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das setzt die Bibel gleich, wie mit unter dem Zorn Gottes zu sein. Das heißt, wenn wir sein Leben haben, nicht unter dem Zorn sind, den Sohn haben, haben wir die Gnade. Und das ist so wichtig, dass wir nicht etwas hineininterpretieren in Dinge, die gar nicht wahr sind. Wie dieser Tsunami oder dieses Erdbeben, wie dies Gottes Gericht ist. Ist es nicht. Ist es nicht. Denn Gott richtet nicht, die Barmherzigkeit triumphiert. Und solange wir hier auf Erden sind, ist die Gnade da. Solange wir noch nicht entrückt sind, wird die Gnade da sein. Und Gott ist gnädig und deswegen ist er langsam. Siehst du, als Gläubige müssen wir wissen, was im 1. Thessalonicher steht. Denn dort sehen wir so glasklar, im 1. Thessalonicher Brief, dass Gott uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Und das ist die Botschaft, die wir predigen müssen. Ewiges Leben. Errettung. Verstehst du, es bringt nichts, wenn Menschen zum Glauben kommen über die Türe der Furcht. Menschen müssen zum Glauben finden durch die Türe der Gnade. Wir dürfen nie Heimsuchung, Zorn, Gericht predigen,
wenn doch Gottes Gnadentür offen ist. Denn es ist niemals okay, never ever, ist es okay, wenn jemand sich bekehrt aus Furcht. Nie. Es ist okay, wenn jemand sich bekehrt aus Ehrfurcht und Respekt vor Gott. Aber nie aus Angst. Was denkst du, mit was für einem Vaterbild wird dieses Kind in die Familie Gottes geboren? Mit was für einem Fall? Mit einem Bild, man muss Angst haben vor ihm. Solange die Türe der Gnade offen ist, musst du immer diese nützen. Es ist die Türe der Gnade. Es ist Gottes Güte, sagt uns Römer 2, dass die Menschen zur Buße leitet. Gottes Güte, Gottes Gnade. Und wenn wir im Reich Gottes sind, auch da geistern ein Haufen von Lehren und Ansichten herum, dass, wenn wir auch gläubig sind, wir immer noch aufpassen müssen vor dem Zorn Gottes. Auch da, die Bibel sagt etwas anderes. Schau dir das an. Im 1. Thessalonicher 1, Vers 10. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Das ist Rettung, stimmt's? Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Oh, preis dem Herrn! Der uns errettet vor dem künftigen Zorn. Er hat uns davon errettet. Und es heißt im 5. Kapitel und Vers 9, 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Siehst du, das erledigt die Sache ein für alle Mal. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott hat uns nicht bestimmt. Gott hat uns davor errettet. Kannst du sehen, was es bedeutet, wenn man errettet ist? Es bedeutet, man ist von diesen Dingen verschont. Man ist von diesen Dingen errettet. Gott hat uns nicht dazu bestimmt. Denn wenn man die Offenbarung liest, könnte man ein paar Probleme bekommen. Wenn man liest, okay, ich hoffe, ich bin nicht im Kapitel 12. Und ich hoffe, wir sind dann nicht mehr da im Kapitel 9. Oh, preis dem Herrn. Weißt du was? Wir sind nicht mehr da. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt. Gott hat uns davor errettet, davon errettet. Er hat uns aus diesen Dingen weggenommen. Und deswegen ist es so entscheidend, wie es kam. Es kam durch Jesus Christus. Und wenn wir zurückgehen zum Johannes 1, sehen wir, wie diese Errettung von Gottes Zorn kam. Durch die Fülle der Gnade. Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Der Zorn wird nicht ausgegossen, wie es einige glauben. Der Zorn Gottes ist nicht oder kommt nicht über einfach über dich, denn du glaubst und du hast die Fülle der Gnade empfangen. Wir müssen so viel mehr an die Gnade glauben, als an irgendetwas sonst. Siehst du, aus seiner Fülle haben wir genommen, haben wir empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ist durch Jesus Christus geworden. Jesus offenbarte den Vater. Das Leben Jesu ist eine große Offenbarung, wie Gott ist.
Du erinnerst dich, wie er zu Philippus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Jesus zeigt uns den Vater. Und Jesus war bewegt voller Erbarmen. Jesus war bekannt als großer und barmherziger, erbarmender Mensch. Er war unter den Leuten bekannt als die wandelnde Barmherzigkeit. Erbarmen wandelte durch die Reihen der Leute. Denn sie suchten Jesus aufgrund dieser Barmherzigkeit, suchten Leute immer wieder Jesus auf. Hör einfach zu, ein paar Stellen hier. Du musst nicht dorthin gehen, du kannst sie dir aufschreiben. Und ich lese sie einfach kurz vor. Matthäus 9, Vers 27. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach. Die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das sind Blinde. Sie haben Jesus nie gesehen. Aber sie haben von ihm gehört. Was denkst du, haben sie von ihm gehört? Seine Barmherzigkeit, seine Taten, sein wunderbares Erbarmen, das durch die Reihen der Menschen wandelte. Sie konnten ihn nicht sehen, aber sie wussten, dieser Mensch ist barmherzig. Und so riefen sie ihn an, Sohn Davids, erbarme dich über uns. Kannten sie ihn als Erbarmer? Oh ja, absolut. Matthäus 14, Vers 14. Matthäus 14, Vers 14. Als nun Jesus ausstieg von dem Schiff, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Krankheiten, ihre Kranken. Was bewegte Jesus, die Menschen zu berühren? Es war seine Barmherzigkeit, sein großes Erbarmen. Er sah die Volksmenge und er erbarmte sich. Das ist Jesus. Matthäus 15, Vers 22. Die Geschichte der Mutter, der kananäischen Frau und deren Tochter, die einen Dämon hatte. Und siehe, eine kananäische Frau, Vers 22, kam aus jener Gegend, rief ihn an und sie sprach, erbarme dich, Herr, sei barmherzig. Wie kannte sie Jesus? Sie war keine Jüdin. Wie wusste sie, was das für einer ist? Was hörte sie von ihm? Sie hörte, dieser Mann ist barmherzig. Dieser Mann wandelt mit Erbarmen. Und dann sehen wir in Matthäus 17 und Vers 15. Matthäus 17, Vers 15, dieser Mensch sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Erbarme dich über meinen Sohn. Auch er hatte nur noch eine Hoffnung, auf die Barmherzigkeit Gottes zu zählen. Nun, woher wusste er, dass er auf das erzählen konnte? Woher wusste er, dass er Jesus als Erbarmer anrufen kann? Jesus war bekannt, weil er barmherzig war. Deswegen liebten ihn die Menschen so sehr. Wir haben es gelesen, er kam nicht, um Gericht über Menschen zu bringen, sondern er kam, um Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu bringen. Und dann sehen wir in Markus 1 diese wunderbare Heilung des Aussätzigen, wo der Aussätzige zu Jesus kommt, vor ihm auf die Knie fällt. Und er sagt zu ihm, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und im Vers 41 von Markus 1, das ist, was Jesus ist. Jesus schaut ihn an, der Mann ist kniend vor ihm und etwas stieg in Jesus hoch. War es Gottes Zorn? War es Gottes Gerichtsgedanken? Was stieg im Herrn hoch? Als Jesus diesen Menschen ansah, da stieg etwas in ihm hoch,
Wir nennen es Erbarmen. Barmherzigkeit. Siehst du, Jesus, die Fülle der Gnade, die Fülle der Gnade wandelte in der Barmherzigkeit. Das ist Jesus. Und wenn wir wissen, er zeigt uns dadurch den Vater, wie ist dann der Vater? Genauso. Genauso. Der Vater ist exakt genau so, wie Jesus ihn eben zeigte und demonstrierte. An einem Ort sagt Jesus, Matthäus 23 und Vers 23, Matthäus 23 und Vers 23. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet. Sozusagen, sie geben Zehnten von Salz und Pfeffer. Und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt ihr, nämlich das Recht, und das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun, jenes nicht lassen. Damit meinte er, seid barmherzig, glaubt und seid gerecht. Das ist, was ihr tun sollt. Zehnten ist okay. Man soll es nicht vernachlässigen. Jesus hob damit den Zehnten nicht auf. Aber er sagt, das Wichtigere dabei ist, seid voller Barmherzigkeit. Offensichtlich war es so, dass Jesus mit einer Generation konfrontiert war, welche das Erbarmen Gottes nicht kannte. Jesus war mit einer Religion konfrontiert, die hart war, hartherzig und halsstarrig. Kommen dir diese Begriffe bekannt vor? Hartherzig und halsstarrig. Und das ist das Gegenteil von warmherzig, von barmherzig und voller Güte und Gnade zu sein. Wie oftmals treffen wir das sogar heute noch an? Hart und starr. Anstatt barm und warm. Früher verwechselten sie wahrscheinlich das W mit einem B. Es gibt verschiedene Ansichten, woher barmherzig kommt. Was bedeutet denn alles in der Welt barm? Es gibt verschiedene Aspekte und Theorien, woher das kommt. Einige sagen eben B und W. Irgendwann gab es ein W. Und warmherzig. Andere sagen, es kommt von arm. Andere sagen, armherzig. Jesus hat ein Herz für die Armen. Auch das ist okay. Wir nehmen beides. Was wir nicht nehmen, ist hart und starr. Hart und starr. Ist es nicht traurig, so viele harte und starre Menschen zu sehen? Weißt du, wie man es erkennen kann? Im Lobpreis und in der Anbetung. Es ist schwierig, den Herrn zu loben und zu preisen, wenn man starr ist. Denn Lobpreis richtet sich gegen oben, stimmt's? Du siehst mich nicht so anbeten. Aber es ist schwierig. Siehst du, warum können gewisse Menschen nicht anbeten? Weil sie so halsstarrig sind. Sie brauchen eine Massage. Aber damit eben auch im Geist, verstehst du? Halsstarrigkeit bedeutet nicht nur einfach, dass du verspannt bist.
Halsstarrig ist auch ein geistlicher Begriff. Kann man starr in seinem Geist sein? Ja, absolut. Absolut. Kann man hart sein in seinem Herzen? Ja, die Bibel redet von harten Herzen. Aber preis dem Herrn, das kann sich ändern. Das kann sich ändern. Und so ist es halt schwierig, Gott anzubeten, wenn man starr ist. Was brauchen diese Menschen? Eine Berührung Gottes. Eine Berührung der Barmherzigkeit Jesu. Das ist, was diese Menschen brauchen. Sie brauchen zu hören, wie gut Gott ist und nicht wie zornig er ist. Menschen werden verhärtet. Sie werden nicht so geboren. Sie werden mit der Zeit hart. Wenn sie harte Worte hören, wird man hart. Wenn man warme und barmherzige Worte hört, dann wird man so. Und deswegen war Jesus bekannt unter den Leuten. Die Leute liebten es, einfach dem Wort Jesu zuzuhören. Sie mochten so sehr, wenn er predigte. Die Bibel sagt es uns. Sie liebten es, dem Herrn zuzuhören. Weswegen liebten sie es so sehr, ihm zuzuhören und nicht, was die anderen in der Synagoge predigen? Weil in seinen Worten war eine Wärme. In seinen Worten war Erbarmen und Warmherzigkeit zu finden. Oh ja, seine G12-Truppe. Die nahm er ab und zu hart dran. Das ist die erste Reihe hier. Die nahm er ab und zu hart dran. Aber zu den Leuten, wo Jesus einfach diente, da war er anders. Da war er anders. Warum denn? Kommen sie zu ihm und sie wollen ihm zuhören. Sie wollen ihm zuhören. Sie mögen es, ihm zuzuhören. Weil er ihnen gute Worte gab. Und sie konnten diese nehmen. Sie konnten damit etwas anfangen. Ihr Leben wurde verändert und ihre Herzen wurden aufgeweicht für die Güte Gottes. Für die Liebe Gottes. Er offenbarte ihnen den wahren Vater. Und so gingen die Leute nicht mehr so sehr am Samstag in die Synagoge, sondern sie gingen am Freitagabend auf die Wiese zu Tausenden und nahmen ihr Picknick mit. Manchmal sorgte Jesus selbst für Picknick. Vermehrung der Fische. Aber so gingen sie nicht mehr so sehr, sondern sie gingen ihn hören. Oh, und ich sagte das, das erboste viele Menschen. Aber weißt du was? Die Leute waren es leid, die harten Geschichten zu hören. Sie waren es leid, hart behandelt zu werden. Und sie waren es leid, dass man ständig auf ihnen herumhackt. Vor vielen, vielen Jahren. Ich war an einem Kurs, es war ein Verkaufskurs, wo ich teilgenommen habe, wo mir ein wenig weiterhalf in gewissen Dingen. Das war früher. Und ich traf dort, das war eine Gruppe von etwa 20 Leuten, und ich traf dort einen gläubigen Juden. Und wir kamen sofort ins Gespräch und wir tauschten aus. Ich tauschte Messias und er sprach über andere Aspekte des Alten Testamentes. Und dann sagte er etwas, was mir hängen geblieben ist bis heute. Wir kamen zu sprechen auf die Liebe Gottes.
Wir kommen auf die Gnade und Güte Gottes zu sprechen. Und ich meine, dieser Mann ging regelmäßig in die Synagoge. Und wir sprachen über die Liebe Gottes und über die Barmherzigkeit Gottes. Und in Bezug auf Menschen. Und ich sagte ihm, unser Auftrag ist es, anhand des Neuen Testaments. Er argumentiert aus dem Alten, nicht aus dem Neuen. Ich sagte, anhand des Neuen Testamentes ist es, dass wir barmherzig sind mit den Leuten und dass wir ihnen Güte und Gnade erweisen. Und er sagt, bei ihnen sieht das so aus. Und wir kamen irgendwie darauf zu sprechen, auf Beispiele, wo Kinder unehelich geboren werden. Das heißt, wo eine Frau schwanger wird und ein Kind auf die Welt bringt, außerhalb der Ehebeziehung. Nun, wie viele wissen, das sollte im Generellen nicht passieren. Gott hat einen besseren Plan. Stimmt? Gott hat einen besseren Plan. Aber wenn Dinge passieren, ist doch auch Gottes Gnade da. Absolut. Gottes Gnade und Güte ist genauso da. Nun können solche Dinge verhindert werden? Ja. Sollte man sich bemühen, solche Dinge zu verhindern? Ja. Passieren solche Dinge? Ja. Aber Gottes Gnade und Güte wandelt sich nicht. Sie ist da. Und wir kamen genau auf diese Situation zu sprechen. Und ich sagte ihm, bei uns in den christlichen Kirchen, da haben wir immer wieder haben wir Menschen, wo in solchen Situationen stecken. Wir haben Geschiedene, Wiederverheiratete, wir haben Kinder aus unehelichen Beziehungen. Und ja, ich sagte, ja, diese Leute haben einen Platz in der Gemeinde. Kann jemand hier Amen sagen? Und dann sagt er, nun, bei uns ist es so, im Zusammenhang auch mit der Synagoge, wenn ein Kind unehelich geboren wird, ist es für uns ein Bastard. Das ist, was er sagte. Und er sagte, für uns ist es ein Bastardkind. Und ich dachte, nun, barmherzig fängt auch mit BA an, aber es ist etwas anderes. Und er sagte, dass so wird das Kind angeschaut. Und ich sagte, nun, wie lange, bis es konfirmiert ist? Das gibt es nicht. Und er sagte, nein, für den Rest des Lebens. Und ich sagte, was hat das für Konsequenzen? Er sagte, wir nehmen dieses Kind in die Gemeinschaft auf, aber es wird nie gewisse Ämter und Berufungen erfüllen können in unserer Gemeinschaft. Es wird auf einer Stufe bleiben. Es kann nie dies oder das oder jenes an Amt in der Gemeinde, in der Synagoge ausrichten. Es wird auf einer gewissen Stufe wird es bleiben. Und als wir so weiter diskutierten, sah ich es plötzlich. Wie unbarmherzig ist Religion? Was denkst du, warum sagte das Jesus? Warum denkst du, sagte Jesus in seiner Zeit zu den religiösen Führern, das Wichtige habt ihr verpasst. Ihr schaut aufs Tüpfli vom I, auf den I-Punkt. Aber die wichtigen Dinge lässt ihr außer Acht. Was ist mit Barmherzigkeit und Erbarmen? Stell dir vor, das wäre auch bei uns so. Was wäre das? Hart und starr. Stell dir vor, das wäre im Fall von Bill Wilson passiert. Bill Wilson ist der in New York
diesen großen Dienst hat, Teenager, Kinderdienst, dieses große Heim hat. Weißt du, was ihm geschah? Was war er? 8 oder 9 Jahre alt war er. Und er wurde von seiner Mutter an einer Straßenecke in New York stehen gelassen. Sie sagte, warte hier, ich bin gleich zurück. Er wartete 3 Tage und sie kam nie wieder. Bis ihn jemand fragte, Junge, du stehst schon ein paar Stunden und Tage hier, was tust du hier? Und er sagte, Mama sagte, ich soll hier warten. Sie kam nie zurück. Stell dir vor, was für ein Dienst der Mann heute hat. Globalen Impact mit seinem Dienst, mit seiner Botschaft, mit seiner Message. Hat ihn Gott als Bastard angeschaut? Nein. Denn Gottes Gaben und Berufungen sind ohne Widerruf. Schau dir das an. Im Römer 11 kannst du sehen, warum Jesus hart war gegenüber der Religion in seiner Zeit. Weil es genau das Gegenteil war von Gottes Vaterherzen. Schau dir dann Römer 11, Vers 29. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen, hier ist es sogar noch treffender in dieser Übersetzung, können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben, Gottes Gnaden und Gottes Berufung reuen ihn nicht. Hat Gott Pläne für, in Anführungs- und Schlusszeichen, Bastarden? Ja. Yeah. Hat Gott große Pläne für, in Anführungs- und Schlusszeichen, Bastardkinder? Ja. Yeah. Weil es reut ihn nicht, weil er nicht aus seinem Zorn das betrachtet, sondern aus seiner Gnade. Siehst du, und dann sagt er weiter, Vers 30, denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Warum gibt es sogar Heilungen und Menschen werden berührt, von Gott geheilt, befreit, selbst wenn sie absolut nicht glauben? Das habe ich schon erlebt. Ich dachte, ich rede zu einer Metallstange. Keine Reaktion, kein Fünkchen Glaube. Und ich sagte, okay, die letzte Hoffnung, lege einfach die Hände auf. Boom. Und boom. War die Kraft Gottes da, die Dinge gingen weg, Schmerzen wichen, Krankheiten gingen und die Leute wussten nicht einmal, was mit ihnen geschah. Gottes Barmherzigkeit ist es. Verstehst du? Selbst wenn Dinge schief laufen im Leben, ja, selbst wenn Kinder geboren werden aus unehelichen Beziehungen, dann sind einige Dinge schief gelaufen. Ist Barmherzigkeit trotzdem da? Das haben wir soeben gelesen, stimmt? Denn er sagt, denn Gott hat alle miteinander im Unglauben verschlossen, denn da war nicht viel Glauben in dieser Nacht im Motel 66. Ha? Als dieses Kind gezeugt worden ist. Da war nicht viel von Glaube und Heiligung da. Aber die Bibel sagt uns,
Gott hat alles miteinander, selbst den Unglauben, verschlossen. Er hat es wie abgekapselt. Das, was 1979 in Motel Nummer 66, irgendwo auf Route 66, passierte. Ha? Hat Gott im Unglauben abgekapselt, verschlossen, zugemacht, weggetan, diesen Unglauben, die Akte des Unglaubens, die Handlungen des Unglaubens, hörst du mir zu? In dieser feuchten und schwülen Nacht. Reden wir hier von Dingen, realen Dingen? Rede ich hier zu realen Menschen? Yes. Aber Gott hat es, oh, was tut er? Was tut er in diesem Moment? Er schaut nicht auf diese Handlung, sondern er verschließt diesen Unglauben, er verschließt diesen Akt des Unglaubens, damit er barmherzig sein kann. Es liegt nicht brach offen, es ist nicht vor Gottes Nase Tag und Nacht, sondern er selbst hat es verschlossen, damit die Barmherzigkeit ihren Weg finden kann für diese Menschen. Am Schluss, egal ob du aus der vornehmsten und christlichsten Familie kommst, die es gibt, oder aus der unvornehmsten, unchristlichsten Familie, am Schluss sind wir alle auf derselben Ebene. Das ist Gottes Barmherzigkeit. Oh, Halleluja! Und da gibt es keine Unterteilung mehr zwischen Heroes und Bastarden. Ha? Da gibt es nicht mehr diese Spaltung und Separation, denn Jesus war nie selektiv. Never. Ich meine, er heilte die Good Guys, die Guten, wie auch die Bad Guys. Er heilte die guten Leute, die ihre Steuern zahlten. Und er heilte die Prostituierten, die Mörder und die Vergewaltiger und die, die noch selbst umlegen wollten in der Nacht. Malchus. Stimmt's? Hieß der Mann. Es wurde ihm ein Ohr abgehoben. Ach, das tönt wieder. Abgeschlagen. Wusch. Durch Petrus. Einer von G12. Einer der Zellleiter. Wusch. Hieb dem Malchus das Ohr ab. Malchus war da, um Jesus zu verhaften und zu überliefern, damit sie ihn töten könnten. Dieser Mann arbeitete für die Auftraggeber, die Jesus dann auslieferten und töteten. Er arbeitete für diese. Er war Wächter, Soldat der damaligen Zeit. Und ihm gaben sie den Auftrag, Jesus gefangen nehmen. Und dann können wir ihn verhaften, schnell einen Prozess machen und that's it. Dann haben wir ihn los. Und was tat Jesus? Voll, siehst du, ein Mensch, der nicht voller Barmherzigkeit ist, hätte diesen Soldaten nie heilen können. Wenn Jesus seine eigenen Verächter heilt, wie viel mehr kann er auch dann Prostituierte und Mörder heilen? Mengen kamen zu Jesus. Mengen kamen zu ihm und empfingen Barmherzigkeit. Denkst du, das waren nur die Guten? Denkst du, es waren nur die Guten, die zu Jesus kamen? Und die Jünger prüften ihren Lebenslauf? Da kamen alle. Denn so viel mal heißt es, sie wurden alle geheilt. Da, wenn es alle heißt, waren auch alle dabei. Nicht nur die mit dem Heiligenschein. Da waren alle dabei. Auch die, die ihn schon lange verloren hatten. Da waren alle dabei. Das ist Barmherzigkeit.
Das ist Jesus Christus. Dieses Erbarmen, dieses alle sind auf derselben Ebene. Dieses Nicht-Selektive, dieses Nicht-Selektionieren, sondern in ihm ist auf der einen Seite alles Unglauben ist verschlossen und alles ist in ihm mit eingeschlossen. In ihm sind alle. Oh, preis dem Herrn. Deswegen sagt er das. Deswegen sagt er das hier. Und er tadelt die Leute. Er sagt das Wichtigere. Das habt ihr, das lässt ihr einfach weg. Das Entscheidende lässt ihr weg. Kannst du sehen, warum die Massen sich zu Jesus hinwandten? Sie waren es müde, das Starre und das Harte zu hören. Oh, preis dem Herrn. Jesus ist unser Vorbild. Und Jesus ist unser Vorbild in der Barmherzigkeit. Deswegen predigen wir ihn. Nichts anderes. Stimmt's? Nichts anderes. Preis dem Herrn. Lasst uns aufstehen. Jesus, Erbarmen. Halleluja. Jesu, Erbarmen. Thank you, Lord. Thank you, Father. Preis dem Herrn. Oh Herr, du bist so gut. So wunderbar. So gut, so gut, so gut. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Barmherzigkeit. Danke, Herr. Dass du aus Bitterem Süßes machen kannst. Dass du aus Hoffnungslosem volle Hoffnung schenken kannst. Oh, wir sind dir so dankbar. Wo wir einst waren, Herr, und was du aus uns gemacht hast. Was einst unser Schicksal schien, hast du verwandelt. Das, was früher war, ist jetzt verschlossen im Unglauben, damit du dich erbarmen kannst über jeden von uns. Halleluja. Nimm einfach jetzt seine Barmherzigkeit, wenn du hier bist heute Morgen und du auf dein Leben blickst und vielleicht eine völlig unwürdige Sichtweise auf deinem Leben hast, und nimm einfach seine Barmherzigkeit. Er wird dir die Würde zurückgeben. Er ist gnädig. Selbst wenn das Versagen noch so groß war oder so viel war, seine Gnade ist größer. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Betrachte ab jetzt, ab dem heutigen Tag, ab diesem Moment jetzt, alles, was schief gegangen ist in deinem Leben, betrachte es als im Unglauben von Gott verschlossen. Ein Safe, der zugemacht wurde und geschlossen worden ist. Verschlossen ist, öffne ihn nicht mehr. Grabe es nicht raus. Denn Gott selbst hat dein Verfehlen zu 100% im Unglauben der Menschheit verschlossen. Halleluja. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Halleluja. Thank you, Lord. Die Vergangenheit ist verschlossen. Und wird von ihm nicht geöffnet,
Das Einzige, was er öffnet, ist Erbarmen. Für die Zukunft. Halleluja. Thank you, Lord. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Oh, dieses Wort, schreib es dir auf und betrachte es immer wieder. Römer 11, Vers 32. Schreib es dir auf, vergiss es nicht, markiere es in deiner Bibel. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Wow. Alle Menschen, alle Handlungen von Menschen. Ah, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht großartig? Er ist barmherzig. Auch wenn unser Glaube nicht da war, wo er eigentlich sein sollte. Ah. Siehst du, ich predige Glaube. Ich bin ein Faith Preacher, ein Glaubensprediger. GIG, Gott ist gut. Aber da gibt es diese Seite Gottes. Selbst wenn wir alle Prinzipien des Glaubens und alle Schritte A, B, C, D bis Z versucht und durchgewandelt haben, da gibt's immer noch Gottes Barmherzigkeit. Selbst wenn wir da sind und nicht mehr weiter wissen, dann zählen wir einfach auf seine Barmen. Oh, ist das nicht gut? Preis dem Herrn. Und in dem Moment, wenn mein Unglaube größer ist als mein Glaube, verschließt er es. Und ich empfange sein Erbarmen. Halleluja. Das ist auch die Glaubensbotschaft. Hörst du mir zu? Auch das ist die Glaubensmessage. Preis dem Herrn. Es ist der gesamte Ratschluss Gottes.